Hallo liebe Leute, in diesem Video geht es darum, wie es mit meinem Kanal weitergeht, insbesondere mit den Kommentaren. Ich freue mich sehr, dass viele neue Abonnenten hinzugekommen sind, dass es tatsächlich ein Publikum gibt für das, was ich hier mache. Ich freue mich sehr über die Kommentare, aber ich habe in den letzten Wochen gemerkt, dass es wahnsinnig viel Zeit kostet, sie zu beantworten. Und es ist dann so, wenn man dann einen Kommentar liest, dann möchte man noch alle lesen, weil sonst benachteiligt man Leute. Und das ist dann auch irgendwie ungerecht. Bei den Kommentaren ist es so, ich beantworte sie auch gerne, weil wir ja einiges ertragen müssen. Mit dieser dauernden Diffamierung, Hetze, es ist eine Belastung. Ich glaube, nach einem Video zum Beispiel schreiben zu können, Weidel ist super, und dann schreibe ich dann noch drunter, absolut. Das tut irgendwie gut und das macht auch Spaß. Es ist auch so, dass solche Kommentare, da dauert es nicht lange, sie zu beantworten. Schwieriger ist es aber bei etwas längeren Kommentaren. Deswegen ist meine Bitte, wenn ihr euch die Zeit nehmt für solche längeren Kommentare und es euch wirklich wichtig ist, dann schreibt sie mir per E-Mail. Ansonsten könnt ihr sie natürlich gern schreiben, aber es dauert zu lange. Also ich komme eigentlich zu gar nichts mehr. Ich bin dann nur noch am Kommentare lesen, wenn ein Video gut ankommt. Und wenn ich mir den Kommentar von einem anlese, dann muss ich mir auch von den anderen die Kommentare angucken. Das geht nicht. Das ist einfach, das kostet zu viel Zeit. Das kann ich in Zukunft nicht mehr machen. Vor allen Dingen ist es so, dass ich im Moment auch überhaupt kein Geld dafür bekomme. Das heißt, die ganze Zeit, die zeige ich momentan ab. Und ich kann auf Dauer die Zeit nicht mehr so abzweigen wie bisher. Das heißt, wenn ihr wichtige Links habt, und ich freue mich über wichtige Links, ich habe schon oft sehr gute Anreize bekommen, auch wo ich auch Videos gemacht habe. Wenn ihr sowas habt, wo ihr denkt, es ist wichtig, dass ich es lese, dann schickt es mir bitte per E-Mail. Und ansonsten könnt ihr ja vielleicht auch selbst probieren, euch zu antworten, dass nicht nur ich alles lese, sondern dass wir gegenseitig die Sachen lesen. Ich werde ja auch immer wieder reingucken, aber ich kann die Sachen überfliegen. Nur. Also jedenfalls diese langen Kommentare leider. Weil es zu viel Zeit kostet. Und diese schnellen Antworten, alles hat es super gemacht, dann schreibe ich, ja, finde ich auch, das habe ich in wenigen Sekunden gemacht, aber wenn ich jetzt einen langen Kommentar lese, dann muss ich ihn erstmal durchlesen, verstehen, dann will ich ja auch eine Antwort geben, die dem Post gerecht wird. Und dann muss ich dann auch selber ganz schön nachdenken. Und in der Zeit, der ich darüber nachdenke, kann ich keine Videos machen. Und das hat man vielleicht auch schon gemerkt, dass jetzt weniger Videos kamen, aber auch einfach, weil ich die Kommentare gelesen habe. Und du denkst dann, ja, du machst jetzt noch bei den Videos die Kommentare fertig. Und schon ist wieder eine Stunde oder zwei vorbei. Man denkt, man macht es eben schnell fertig, aber es geht dann immer weiter und immer weiter. Und das eine Video mit Alice Weidel, mit dem NTV-Moderator, die Kommentare, es sind ja unendlich viele Kommentare. Und ich habe sie jetzt alle gelesen, aber ich werde das in Zukunft nicht mehr machen können. Also seid mir bitte nicht böse, aber das geht nicht mehr. Es sind zu viele Kommentare. YouTube überprüft im Moment meinen Kanal auf Werbetauglichkeit. Es ist so, dass ein beworbenes Produkt immer mit seiner Umgebung in Verbindung gebracht wird. Das heißt, eine positive Umgebung, positive Inhalte werfen auch ein positives Licht auf das Produkt. Genauso ist es mit den Kommentaren. Bei den Kommentaren ist es wichtig, dass die YouTube-Richtlinien eingehalten werden. Das heißt, keine negativen Verallgemeinerungen wegen Rasse, Herkunft, Religion und so weiter. Und ich finde das eigentlich auch okay, weil Verallgemeinerungen, negative Verallgemeinerungen sind nie zutreffend und sind oft sehr verletzend. Nehmen wir als Beispiel einen Flüchtling. Weil einige Flüchtlinge sich in Deutschland vielleicht nicht gut benommen haben und sie den Islam haben, der nicht den besten Ruf hat, neigt man dazu, eine ganze Menschengruppe nicht zu mögen. Der Mensch ist so getaktet, dass er immer verallgemeinern will, dass er vereinfachen will. Weil nur wenn man vereinfacht, kann man denken. Versetzen wir uns jetzt aber mal in die Lage von einem Flüchtling aus Afrika. Wir haben eine große Familie, wir haben ein Grundstück, das vererbt werden soll. Das Grundstück ist zu groß, als dass man es dann aufteilt. Also beschließen die Eltern, sie verteilen das Erbe. Ein Teil der Kinder bekommt das Grundstück und ein anderes Kind bekommt Geld ausgezahlt. Dieses Kind hat ja den Traum, die Welt zu bereisen, Europa zu sehen.
Das heißt, dieser junge Mensch reist dann nach Europa in der Hoffnung, er findet in Europa ein tolles Leben. Und dieser Flüchtling landet dann bei irgendwelchen Schleppern, kommt dann, schafft es mit Mühe und Not dann hierher und wird dann abgeschoben zum Beispiel oder kommt nicht rein. Und das ist ein armes Schicksal. Und das, natürlich gibt es auch Verbrecher, die hier reinkommen. Aber es gibt auch Menschen, die können einem einfach nur leid tun. Und deswegen dürfen wir nie verallgemeinern. Es gibt immer Ausnahmen. Deswegen ist es okay von YouTube, meiner Meinung nach, wenn sie sagen, irgendwelche negativen Verallgemeinerungen wegen Religion, Herkunft und so weiter sind verboten. Also lange Rede, kurzer Sinn. Seid mir nicht böse, wenn Kommentare von euch verschwinden, wenn ihr vielleicht aus Versehen so etwas macht. Ich gebe dann im Zweifel ein Herz, aber der Kommentar ist daneben weg. Ich hoffe, ihr könnt das verkraften. Ich habe keine Ahnung, wer da bei YouTube, wer wie wo das Sagen hat und ob das bei mir mit der sogenannten Monetarisierung überhaupt klappt. Ich gebe mir jetzt einmal alle Mühe, dass mein Kanal eine gute Werbeplattform ist. Und wenn es nicht klappt, dann eben nicht. Wie gesagt, ich weiß nicht, wer da an den Schalthebeln sitzt und wie fair das am Ende ist oder inwiefern Kritik erlaubt ist. Im Grunde dürfte ja, wenn man jetzt streng ist, dürften Tagesschau und die ganzen anderen Nachrichtenportale, wenn sie gegen die AfD hetzen, ist das auch Hassrede, dann dürften sie alle keine Werbung senden. Und dürfte auch Rezo, wenn er gegen die AfD hetzt, keine Werbung senden. Das wäre dann fair. Es ist eben die Frage, wie fair das jetzt ist. Ich kann nur hoffen, dass es fair ist. Es gibt ja auch andere Patriotenkanäle, wo Werbung geschaltet wird. Zum Beispiel bei Stefan Bauer gibt es hin und wieder Werbung. Ich bin mal gespannt, inwieweit das bei mir klappt. Ihr könnt ja schreiben, was ihr so denkt und was ich vergessen habe zu erwähnen. Macht's gut.